Die Eisenbahn war noch nicht erfunden. Da begann in Köln eine ganz besondere Bühnenlaufbahn. Und zwar von Holzpuppen. Seit 1802 erzählen die Figuren Geschichten aus dem Fädel, wie es in Köln heißt. Also Geschichten von um die Ecke. Das mit Stöcken bewegte Ensemble gehört daher auch zum festen Kulturerbe der Stadt. Legendär wie Karneval, Kölsch und Klüngel. Und so wird das Hennesschen-Theater in diesem Jahr 222 Jahre alt. Caroline Wissing war mittendrin bei den letzten Proben für das Geburtstagsstück, das morgen Premiere feiert. Auf der Bühne große Puppengala. Hinter der Bühne zwischen den Kulissen ist es wuselig. Das Ensemble probt fürs Jubiläumstück. Ma fiere hück, 222 Jahre Kölsch-Hennesje-Theater. Das ein, nee, will immer ich hück, so, will immer ich hück, das ein oder der Text sitzt noch nicht perfekt. Das Stück ist auf Kölsch, wie immer am Hennesje-Theater. Ich han auch gehört, es kommt ein ganze Heb, Überraschungsjes. Ja, spannend. Jacki von Goretzky-Kornitz ist Puppenspieler seit 44 Jahren. Neun Kollegen zeigt er die Tricks. Fließende Bewegungen an der Stockpuppe, die kommen mit viel Übung. Dialekt sprechen aber ist Einstellungsvoraussetzung. Die jungen Kollegen sprechen natürlich auch nicht mehr Kölsch im Leben. Ich spreche auch mit meinen Kollegen Kölsch. Und die sprechen nie Kölsch untereinander, mehr Hochdeutsch und dann nur auf der Bühne. Und da muss man auch schon mal was korrigieren. Er spielt die Hauptfigur, das Hennesschen. Früher kannte das jedes Kind in Köln. Das Wissen über die Tradition aber nehme ab, beobachtet er. Man merkt eben, dass die Kinder heute weniger kommen, weil sie sagen, verstehen es nicht. Aber so langsam kommt es wieder, weil wir ja auch in Schulen gehen und erzählen denen das Stück und versuchen denen auch das Kölsch so ein bisschen beizubringen. Und dann sind die auch ganz anders drauf. Alle, die am Hennesschen-Theater arbeiten, begreifen sich als Hüter des Dialekts. Ralf Bungarten ist Werkstattleiter und auch er hat eine besondere Beziehung zum Kölsch. Ich durfte zu Hause, als ich Kind war, nie Kölsch sprechen. Das war total verpönt. Als ich dann hier hingekommen bin, war das für mich ganz neu im Grunde genommen. Ne? Und inzwischen ist es ein Teil von mir geworden. Alles am Bühnenbild soll perfekt sein. Seit Monaten zimmert er die kleinen Kulissen im Maßstab 1:3 zusammen. Das ist alles Maßanfertigung, komplett. Also jetzt kein einziges Teil, was von der Stange ist. Das ist bis auf den Löwenkopf, den haben wir gekauft. Wir müssen es ja in Relation zur Puppe bauen. Die 12 Hauptfiguren, ihre Geschichten im fiktiven Ort Knollendorf bei Köln. Um sie geht's in den Stücken seit 222 Jahren. Almut Stolzbacher kleidet in den Probepausen die Puppen ein und kommt ihnen dabei ganz besonders nah. Man fängt halt schon an, irgendwann mit denen zu reden. Und sie haben ja auch irgendwie immer ihren eigenen Charakter. Und hier der Tünnes ist ja eher so ein Gutmütiger, der beschwert sich meistens nicht. Das bleibt nicht aus. Ein bisschen verrückt wird man hier schon im Haus. Jeder hier ist Multitalent, Schauspieler und Sänger zugleich. Einige machen nebenbei die Technik. Auf der Bühne ist sie die alte Dame. Silke Essert führt aber auch Regie und hat das Drehbuch ob Kölsch geschrieben. Der Stoff für die Stücke immer witzig, für die Erwachsenen auch politisch. Das letzte Abendstück, da ging es zum Beispiel um den Ausverkauf des Wasserwerks von Knollendorf. Da hat der Schäl versucht, das Wasserwerk zu verkaufen. Das sollte privatisiert werden. Also da versucht man schon, gesellschaftlich relevante Themen auch umzusetzen auf unserer Puppenbühne. Ne, dass man da halt eben auch eine Haltung zeigt. Im Jubiläumsstück aber, bei der großen Abendgala, feiern sie sich, das Kölsch und die Tradition einfach mal selbst. 222 Jahre Puppenspiel am Hennesschen-Theater in Köln.